Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, gerne möchten wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen rund um die Covid-Impfung beantworten und haben dafür die Kernthemen visualisiert. Was ist das Ziel dieser Impfung? Die Impfung hat den Zweck, einen Immunschutz gegen das Coronavirus aufzubauen. Wie funktioniert diese Impfung gegen Covid-19? Um die sogenannte mRNA-Impfung zu verstehen, schauen wir uns erst an, was bei der Corona-Infektion eigentlich passiert. Diese Zelle hier, das ist unsere menschliche Zelle. Und da haben wir das Coronavirus, den Krankheitserreger. Das Virus hat wie alle anderen Viren oder Lebewesen auch eine Erbinformation. Beim Menschen ist das die DNA und beim Coronavirus ist es die RNA. Die RNA ist im Unterschied zur DNA in der Regel einzelsträngig und ist beschrieben mit allen genetischen Codes, also mit allem, was dieses Virus ausmacht. Um sich überhaupt an unsere Zellen andocken zu können, benötigt das Virus so etwas wie Saugnäpfe. In unserem Fall sind das nach außen ragende Proteinstrukturen, sogenannte Spike-Proteine. Hat das Coronavirus sich angeheftet, dringt die RNA sofort in unsere Zelle ein. Im Zellrand wird die Erbinformation der RNA kopiert, verpackt und schon sind wieder neue Viren mit neuen Saugnäpfen entstanden, um auszuschwirren und sich vermehrt an andere gesunde Zellen anzudocken. Dabei werden unsere Zellen geschwächt und wir fühlen uns krank. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unsere gesunden Zellen so vorbereitet werden können, dass diese Saugnäpfe, also diese Spike-Proteine und somit auch das Virus, nichts mehr andocken können. Und genau das macht die Impfung. Vereinfacht dargestellt, impfen wir den kleinen, völlig harmlosen RNA-Abschnitt des Virus, der die Bauanleitung zur Herstellung dieser Spike-Proteine enthält, in unsere Schulter. Darum heißt die Impfung auch mRNA-Impfung, denn das M steht für Messenger, auf Deutsch Bote. Im Körper gelangt dieser mRNA-Schnipsel wie das Virus selbst in unsere gesunden Zellen. Der Bauplan wird gelesen und das Spike-Protein nach Anleitung produziert. Das neu produzierte Protein des Krankheitserregers wird an die Zelloberfläche transportiert und dort von unserem Immunsystem bereits erwartet und genau unter die Lupe genommen. Das Immunsystem erkennt sofort, dass es sich um ein fremdes Protein handelt, das möglicherweise zu einem gefährlichen Erreger gehört und schlägt Alarm. Mehrere Abwehrmechanismen werden eingeschaltet und Antikörper werden produziert, die das Protein des Krankheitserregers gezielt bekämpfen und unschädlich machen. Und das Gute? Unser Immunsystem merkt sich, welche Antikörper am besten gegen diese Spike-Proteine des Erregers wirken. Sollte also das Coronavirus eines Tages in unseren Körper eindringen, so erkennt unser Immunsystem sofort, mit welchen Antikörpern wir diese Spike-Proteine schon beim Anlegen unschädlich machen können. Und wir sind geschützt. Der große Vorteil einer mRNA-Impfung ist also, dass wir nicht den Krankheitserreger selbst geimpft bekommen, sondern nur den Bauplan. Verändert die mRNA-Impfung gegen Covid-19 meine Genetik? mRNA-Impfungen werden als genbasierte Impfstoffe bezeichnet. Dass ein genbasierter Impfstoff meine Erbinformation verändern könnte, ist eine Sorge, die grundsätzlich verständlich ist. Unbegründet ist sie trotzdem. Die Erbinformation des Virus und auch der Impfung besteht aus RNA. Unsere Erbinformation besteht aus DNA. Das sind chemisch sehr ähnliche Strukturen, aber doch so unähnlich, dass sich RNA nicht in DNA einbauen kann. Außerdem befindet sich unsere Erbinformation im geschützten Zellkern, in den der geimpfte RNA-Abschnitt gar nicht eindringen kann. Mit welchen Nebenwirkungen ist bei der mRNA-Impfung gegen Covid-19 zu rechnen? Zu den möglichen Impfreaktionen zählen Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Die Impfreaktion fällt zwar teilweise stärker als bei den bisherigen Impfungen aus, allerdings nur sehr selten. Für diejenigen, bei denen verstärkte Reaktionen auftreten, kann es wirklich ein unangenehmer Folgetag sein. Aber diese Symptome kennt man auch von anderen Impfungen.
Ist die mRNA-Impfung gegen Covid-19 schon nach so kurzer Zeit ausgereift? Viele Menschen haben den Eindruck, dass der Impfstoff wegen der Pandemie über Nacht erforscht worden ist. Es stimmt, der Zeitdruck war enorm und der Impfstoff gegen Covid ist neu. Es stimmt auch, dass es sich um den ersten RNA-Impfstoff für Menschen handelt. Daraus abzuleiten, dass RNA-Impfstoffe nur unzureichend untersucht worden wären, ist jedoch falsch. Mit RNA-Impfstoffen wird schon seit 25 Jahren für andere Anwendungen geforscht. Es gibt ausreichend klinische Studien mit RNA-Impfstoffen am Menschen. Bevor der mRNA-Impfstoff überhaupt zugelassen und in den Verkehr gebracht werden kann, wird er in der letzten Phase von 30.000 Freiwilligen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, mit und ohne etwaige Vorerkrankungen über einen längeren Zeitraum getestet. Stechen wir das Virus. Impfen ist Trumpf. So schützen Sie sich, Ihre Liebsten und unsere Patientinnen und Patienten. Danke für Ihre Bereitschaft, sich impfen zu lassen.